Mach mal kurz die Tür zu. Nee, nee, noch nicht, noch nicht. Ich mache nur einen Test. Ich mache nur mal, wir können ja mal allgemein schnacken, ne? Ah, okay. Also, Allgemein ist Black super. Pan Studio, ihr habt angefangen. Du bist Informatikstudent gewesen, ne? Genau. Alles klar. Und dann eigentlich war die Kerntruppe zu Tiny Big 5 Mann stark, ne? Und ihr habt euch sogar eine eigene Engine gebaut, weil Unity euch nicht ausgereicht hat mit der Grafik-Engine. Das war so ein bisschen, das ist das, was mir sehr tief im Kopf geblieben ist. Genau, es waren 6 Leute insgesamt. Ach, Jetzt sind wir 6 waren es, aber, okay. also jetzt sind wir wieder zu fünft. Ich hoffe, Relativ. ich habe nicht so viele Aussetzer, weil du hast bei mir gerade ein paar Hänger. Echt? Also nur wegen der Aufnahme kann halt sein, dass ich manchmal Rücksprache halten muss, wenn du gerade einen Hänger hattest und ich nicht verstanden hast, was du gesagt hast. Dann sagst du das. Dann, ich gehe da ganz offen mit um, dass das eine relativ spontane Nummer ist. Also wie gesagt, hochprofessionell ist anders. Lieber damit spielen. Aber Hervorragend. sonst kannst du mich ja gut hören und alles, ne? Ja. Alles klar. Ein bisschen Perfekt. lauter hier. Alles klar. Sehr gut. The Humble Weekly Bundle German Edition. So, jetzt darf ich vorstellen, Christian Niemand, aka Mr. Noon, aka Black Pants Studio. Und ich freue mich sehr. Hallo Christian. Na? Wie geht's dir? Sorry. Nee, jetzt ziemlich gut. Es war ein Ja? bisschen warm in Kassel, aber ansonsten geht's ganz gut. In Hamburg auch, ja. Ich habe mir extra so ein Hemd noch schnell angezogen, um die Schweißflecken zu verstecken, auf jeden Fall. Wunderbar. Ihr habt unter anderem mit Tiny Big definitiv in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Wir hatten das glücklicherweise auch bei uns in der Sendung. Und das ist wirklich mal eines dieser Titel gewesen, wo sich jeder gewünscht hat. Und im Prinzip hat es ja auch geklappt, dass der mal richtig Preise abräumt. Ihr habt den DCP habt ihr, glaube ich, gewonnen, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, euer Regal ist voll. Das sieht man da hinten eigentlich auch im Regal, oder? Kannst du da mal hinzeigen? Stimmt, ich muss meinen Kopf ein bisschen einziehen. Das sind eine Menge. Erzähl mal. Also, wann, vielleicht kannst du es nochmal zusammenführen. Wann habt ihr Tiny Back angefangen und wie ist es euch seitdem ergangen, seitdem ihr es rausgehauen habt? Ganz allgemein. Also, Ja. ursprünglich angefangen haben wir ja schon an der Universität während unseres Studiums mit Johannes und mir mit der Engine. Also da gab es ja schon 2004 die ersten Gehversuche, sage ich mal. Und da das aber alles nicht wirklich in einem Spiel gemündet ist und wir da 6 Jahre lang an der Engine rumgebastelt haben, haben wir uns dann halt Studenten von der Kunstuni gesucht, die dann uns geholfen haben, wirklich ein Spiel zu machen. Und daraus ist dann Tiny und Big entstanden. Das ging, glaube ich, so 2010, 2011 ging das so los im Keller von der Kunsthochschule. Und da haben wir die erste Demo rausgehauen und die wurde dann, keine Ahnung, 10.000 Mal runtergeladen oder so. Und das war dann halt irgendwie krass für uns, ne? Und da gab es dann so Feedback. Und da haben wir uns dann entschlossen, das halt wirklich zu realisieren. Und du hast es gerade angesprochen, da gibt es natürlich eine Menge Pokale da oben, aber die stammen nicht alle von so Computerspielen oder sind keine Computerspiel-Awards, sondern da gibt es auch so Businessplan-Wettbewerbe oder so, die dabei sind. Ach, Also wir haben krass. da nicht nur so gesagt, oh, wir machen jetzt ein Computerspiel, sondern wir wollten halt auch mit der Engine unterwegs sein. Ne? Und das gesamte Konzept ist halt da auch mit Preisen eben ausgezeichnet worden. Das ist krass. Wie viel stehen da oben? 10 Stück ungefähr? Ist da nicht, sind da Nee, das Bierflaschen ist leeres dazwischen? Bier dabei. Doch, kann ich zeigen. Moment, pass auf. Sehr gut. Ach, geil. Ach, sehr sympathisch. Black Das Pets. hat uns ein Student geschenkt, als er nach Amsterdam uns verlassen hat. Ah, okay, das ist nett auf jeden Fall. Ja, schön Bier trinken. Ey, Mensch, das hört sich auf jeden Fall, und das ist ja eigentlich auch wirklich eines dieser Geschichten, die sich eigentlich jeder, der in die Games-Industrie will, erträumt. Das bedeutet wirklich im Keller mit ein paar Leuten, die halt Bock drauf haben, erstmal ein Projekt zu starten, was dann auch noch erfolgreich ist. Jetzt ist Tiny and Big Grandpa's Leftover in dem German Humble Bundle mit drin. Es ist immer noch ein super geiler Trailer, der da rausgekommen ist. Was bedeutet das denn für euch? Für uns bedeutet das auf jeden Fall erstmal eine Menge Aufmerksamkeit, ja, weil Humble Bundle ist halt relativ bekannt und das ist für uns als Sprungbrett eine ziemlich coole Sache. Also in erster Linie geht es da auch um Aufmerksamkeit, weil also es gibt immer so diese Illusion, oh, das sind Computerspielemacher und die sind alle Millionäre, weil die sind im Humble Bundle dabei gewesen. Aber das ist halt ganz klar nicht der Fall. Also das ist ein super harter Job, damit überhaupt Geld zu verdienen. Also Ja. damit, ja, also das ist, du kannst wirklich froh sein, wenn du dein Produktionsbudget irgendwie deckeln kannst und eine neue Produktion anstoßen kannst. Genau, und bei Tiny Big habt ihr es aber hinbekommen, oder? Also sprich frei, wenn du natürlich darüber nicht allgemein sprechen möchtest, alles easy. Aber Tiny Big ist nur zu Ja. hoffen und nur zu wünschen, dass ihr euch damit nicht nur die Produktionskosten abdeckeln konntet, sondern dass ihr damit bestenfalls auch noch so Semi-Millionäre geworden seid. Also es war bei uns so, dass wir Produktionskosten relativ knapp deckeln konnten. Wobei wir auch, also man muss sagen, wir haben relativ günstig produziert. Also es war in keinem
Vergleich zu einer normalen Produktion halt, ne? Also relativ niedriges Gehalt und so, aber das ist auch relativ normal, glaube ich, dass man so in den Markt einsteigt, ne? Also du kannst halt nicht davon ausgehen, dass du gleich so ein One-Hit-Wonder bist und keine Ahnung, wie Minecraft halt durchstartest und wirklich Millionen machst. Ja, Milliarden dürften das eigentlich sein inzwischen, oder? Genau, Trilliarden. Der Flappy Birds-Macher, der kommt ja auch offiziell wieder, ne? Der Kollege, der 50.000 Dollar am Tag gemacht hat. Ah, krass, ja, der hat doch zurückgezogen erst, ne, weil er so ein schlechtes Karma bekommen hat. Ich glaube fast, er hat zurückgezogen, weil ihm irgendwer schlauerweise gesagt hat, hör mal, du kannst richtig Geld damit machen und nicht nur diese läppischen 50.000 am Tag. Das schätze ich so ein. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Industrie. Vielleicht will man ganz kurz, also fernab davon, dass man jeder da draußen Tiny Big spielen sollte, auch jetzt noch und das jetzt im Humble Bundle erhältlich ist, vielleicht kannst du uns eine ganz kurze Meinung zu dem Status Quo der deutschen Games-Industrie geben. Humble Bundle hat halt, wie gesagt, diese German Week jetzt am Start. Aber Deutschland selber, bis auf den Browsermarkt und der App-Markt, der sehr stark ist hierzulande, brilliert jetzt ja gerade nach international nicht unbedingt mit Vollpreistiteln. Was denkst du denn dazu? Oder vielleicht sogar die Indie-Szene? Also insgesamt habe ich vor kurzem einen Bericht oder einen Kommentar darüber gelesen. Also der deutsche Spieleruf ist nicht mehr so cool, wie er früher war. Ja. Also es gab früher Titel, die waren auf jeden Fall beliebt international und mittlerweile gibt es da eigentlich nicht mehr so viele Titel. Also wir haben natürlich zwei, drei große Dinger dabei, also die Crytek-Sachen oder die Jaga, ne? Genau. Oder Anno-Spiele sind natürlich nach wie vor noch gut, also in dem AAA-Bereich. Im Indie-Bereich sind wir, denke ich, hinten dran. Mhm. Da haben wir jetzt nur so an der Oberfläche gekratzt oder so an dem internationalen Erfolg gekratzt, aber so den Durchbruch hat Deutschland da noch nicht gehabt, im Indie-Bereich. Woran liegt das, deiner Meinung nach, wenn du es denn zusammenfassen möchtest, kurz? Also bei den Indies, beziehungsweise aus unserer Perspektive, ist es halt so gewesen, dass Tiny and Big als erster Titel, da waren wir halt noch unerfahren. Ne? Und du machst halt erstmal ein Spiel und dann kommst du plötzlich an den Punkt, wo du Marketing machen musst. Und da bist du halt auch super unerfahren. Also weil wir haben halt Informatik studiert oder hatten einen Künstler mit an Bord, aber wir hatten keinen BWLer. Und dann musst du erstmal sich die Plattform raussuchen, was ist eigentlich cool, was ist uncool. Und dann kommen plötzlich auch ganz viele Partner, die mit einem, die einem dann auf bestimmte Plattformen bringen, aber halt viel von dem Kuchen abhaben wollen. Das ist kein Deal. Und die sind halt auch sehr unterschiedlich. Und da haben wir aber, glaube ich, uns relativ gut so aus der Affäre gezogen. Also da haben wir jetzt keine super krassen Fehler, glaube ich, gemacht, aber man hätte es sicherlich auch ein bisschen besser machen können. Okay, ja. Ich habe gerade wieder eine Verzögerung, Christian. Ich finde Internet manchmal ganz schön scheiße, weil es... Ja, das ist echt, das tut mir leid. Lass uns versuchen mal ganz kurz, jetzt gerade geht es ja wieder stabil, versuchen mal ganz kurz nochmal darauf einzugehen, warum man aus deiner Sicht die deutsche Spielindustrie supporten sollte und warum sie das Humble Bundle kaufen sollten jetzt. Also bei uns ist es halt ganz klar so, dass wir auf jeden Fall finanziellen Support brauchen für weitere Produktionen und da ist natürlich Humble Bundle eine gute Geschichte, ne? Weil die Leute halt für einen guten Kurs echt ein riesen Paket bekommen und gleichzeitig auch ein bisschen Charity machen. Genau, ja. Und da muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Also wir als Indies oder die Indies in Deutschland sind, also international noch hinterher. Ne? Aber man muss auch, die sind auch deswegen hinterher, weil A, mangelnde Erfahrung eben vorhanden ist, aber auch B, mangelndes Kapital. Mhm. Also die Produktion in anderen Ländern, die sind zum Teil auch, obwohl man das vielleicht nicht glauben mag, aber die sind halt doch deutlich größer als bei uns. Und da gibt es krassere Fördertöpfe zum Teil noch. Und ältere Unternehmen beteiligen sich auch öfter an kleineren Unternehmen. Also das sagt man dann zum Beispiel, also ich habe schon öfter die Geschichte gehört, dass halt große Unternehmen sagen, hey, cool, was ihr da macht, hier habt ihr mal ein bisschen Geld. Und mit diesem Geld meine ich nicht 10.000 oder 20.000 Euro, sondern im Millionenbereich. Ja. Macht doch mal ein cooles Spiel, weil wir finden euch cool und wir wollen euch supporten. Die haben natürlich irgendwie Stakes an der Firma, aber letztendlich ist es halt schon so ein bisschen, wir unterstützen die Jungen. Ne? Ja, Startkapital. Die da sind am Markt. Mhm. Genau. Ja. Und gut, in Deutschland, weiß nicht, ist ein schwieriges Pflaster. Also das Problem ist, ich weiß es nicht genau, wie das so insgesamt halt, ich kann nur von mir selber sprechen, aber im Moment ist es ja so, diese Free-to-Play-Konzepte,
da gibt es ja bei uns schon die ein oder andere. Ne? Und wenn man sich mit den Leuten unterhält und auch mit Spielern, die machen das ja. Also die Spieler steigen ja darauf ein. Ja? Und ich persönlich kann es nicht verstehen, ja? Weil ich würde mir halt so, und wenn ich mit den Leuten von der Presse oder mit anderen Entwicklern spreche, mögen die das im Prinzip auch meistens nicht. Und wenn man jetzt guckt, sich solche Titel Free-to-Play, da kann man ja auch solche Ingame-Pakete sich kaufen. Mhm. Und was man da teilweise, also wie viel Geld man da teilweise investieren kann, dafür kriegst du ein oder zwei AAA-Xbox-Titel oder so. Ja, aber wahrscheinlich... Und das verstehe ich halt nicht. Also ja. Da geht mir irgendwas... Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die großen Investoren, die halt dann wirklich so viel Geld versenken, natürlich einfach ganz simpel das Geld auch wieder raushaben wollen. Und aktuell ist der Markt halt im Free-to-Play und auch im Mobile-Bereich, da gibt es einfach verlässlichere Zahlen, sodass man sich halt einen höheren Gewinn am besten wahrscheinlich eher ausrechnen kann, also effektiv ausrechnen kann. Das ist aber so ein Thema, da müssen wir auf jeden Fall noch länger drüber schnacken und weiter ausholen. Da müssen wir, glaube ich, auch andere, ganz viele Charaktere reinziehen. Christian, ich danke dir schon mal auch dafür, dass du meine schlechte Internetleitung hier ertragen hast. Wir werden weiter schnacken. Ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit und eine Plattform bietest. Nee, das ist klar. Also wie gesagt, ich will auch dich gar nicht aufrufen und dir jetzt sagen lassen, warum die Leute Tiny and Big im Humble Bundle kaufen sollten. Wenn ihr die Chance habt, Leute, dann kauft das nicht übers Humble Bundle, sondern direkt in der Rohfassung. Aber Humble Bundle ist auch gut. Hauptsache, ihr kauft es. So, das würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das war auch krass. Ja. Das war krass, was wir als beim Release damals rausgefunden haben. Ja. Es hat eine halbe Stunde gedauert, da war es bei BitTorrent. Echt? Oh, da müssen wir echt drüber reden. Also BitTorrent, halbe Stunde. Ich weiß gar nicht, wie der Rekord jetzt von Game of Thrones hat, glaube ich, den Rekord gebrochen von wegen Ausstrahlung. Und das hat wohl, ich weiß nicht, wie schnell das ging. Also die haben so einen Rekord gebrochen, was Piracy angeht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, Mann. Also da müssen wir auch nochmal weit, weit ausholen. Wir werden dich auf jeden Fall noch häufiger hier sehen, würde ich sagen. Wir schnacken einfach dann mit besserer Internetleitung. Wir senden ganz, ganz dicke Grüße nach Kassel. Lasst es euch gut gehen und viel Erfolg mit anderen Projekten, über die wir bestimmt auch noch schnacken werden, Mann. Das würde mich freuen. Alles klar. Und nochmal vielen Dank und schöne Grüße dann nach Hamburg. Alles klar. So, bis später. Tschüss, Christian. Ciao. TheHumbleBundle.com/weekly. Pay what you want. Get great games. Support charity.